Hallo, willkommen zurück zum Arbeitsblatt Strahlensatz. In diesem Video wollen wir uns ein weiteres Anwendungsbeispiel zum Strahlensatz ansehen, und zwar die Vergrößerung und Verkleinerung von Figuren. Wir beginnen mit dieser Aufgabenstellung. Wir haben eine Figur gegeben und wollen diese nun im Verhältnis 11 zu 7 vergrößern. Wir beginnen, indem wir einen Strahl durch einen Punkt der Figur zeichnen. Hier habe ich auch den Punkten der Figur Beschriftungen gegeben, um dies übersichtlicher zu gestalten. Und zwar zeichnen wir einen Strahl durch den Punkt F zu Beginn und verbinden dann den Punkt F mit dem siebten Teil eines anderen Strahles, welches wir mit dem Zirkel in 11 gleich große Teile geteilt haben. Man nimmt hierzu den Zirkel, stellt einen beliebigen Abstand ein und diesen beliebigen Abstand schlägt man dann 11 mal ab. Der Punkt F wird nun mit dem siebten Teil verbunden. Die daraus entstehende Strecke wird nun parallel in den 11. Abschnitt verschoben. Der Schnittpunkt von der verlängerten Geraden durch F und der parallel verschobenen Strecke ergibt den neuen Punkt F' von unserer später dann vergrößerten Figur. Dies machen wir dann für jeden einzelnen Punkt, indem wir bei jedem einzelnen Punkt wieder einen Strahl einzeichnen, eine Gerade, und verlängern diese Gerade auch automatisch und verbinden die jeweiligen Punkte mit dem siebten Abschnitt. Verschieben die daraus entstehende Gerade parallel in den 11. Abschnitt und der Schnittpunkt von der Verlängerung der Geraden und der neuen parallel verschobenen Geraden ergibt dann den Schnittpunkt von unserer neuen Figur. Dies sieht dann so aus, wenn man dies für jeden Punkt macht. Also nochmal kurz zur Wiederholung. Wir haben von dem Punkt Z eine Gerade durch den Punkt A gezeichnet und diese Gerade auch verlängert. Und der Schnittpunkt von der parallel verschobenen Strecke von A und den siebten Abschnitt in den 11. Abschnitt und den verlängerte Strecke von ZA ergibt den neuen Punkt A'. Nachdem man dies für jeden Punkt gemacht hat, werden nun die Punkte A', B', C', D', E' und F' verbunden und es entsteht die vergrößerte Figur, die jetzt im Verhältnis von 7 zu 11 vergrößert wurde.